65 Hauptfahrer der Kategorie A und B gehen ins Rennen um den Staatsmeistertitel. Alle Asse, darunter die Meister der letzten 5 Jahre, sind mit dabei. 176 Kilometer sind im Burgenland auf dem Neudörfler Rundkurs zurückzulegen. Die einzige Schwierigkeit bereitet der Pöttschinger Berg mit einer Länge von 1100 Metern und einer Steigung von 8%. Diese kleine Steigung wird in der dritten Runde auch von einigen Fahrern ausgenutzt, um sich vom Feld zu lösen. Gopp, Risk, Sporschil, Rudi Kretz und Postel sind es. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen stöhnen die Fahrer unter der Hitze. Der Vorsprung der 5 schmilzt bald in der Sonne. In der 7. Runde probieren es dann Intaler, Rothauer, Sporschil und Rudi Kretz. Auch ihr Fluchtversuch scheitert, denn die starken Fahrer im Feld kontrollieren den Rennverlauf. Das ist Steinmeier. Das war Sigi Denk. Bei den Hauptfahrern hat sich in der Zwischenzeit Gerhard Ramsebner vom Feld empfohlen. Als dann noch Peter Stubacher mit Hilfe der begleitenden Gendarmerie nach vorkommt, das ist eigentlich verboten, sieht es ganz nach einem sensationellen Ergebnis aus. Doch 4 Kilometer vor dem Ziel werden die beiden vom Feld eingeholt. Hier bereits der Zielsprint, die letzten 500 Meter von ca. 30 Mann. Vorne ist Rolf Eberl, in zweiter Position Hummenberger, in dritter Sigi Denk und in vierter Fützi. Vorne noch immer Eberl. Hummenberger greift jetzt an. Denk bleibt an seinem Hinterrad und geht vorbei. Ganz rechts außen Sigi Denk. Links Hummenberger. Er fällt etwas zurück, noch 200 Meter. Denk in Führung. Rechts kommt jetzt Fützi. Rechts im Bild Fützi, links Schattelbauer, in der Mitte Denk. Und Fützi gewinnt. Zweiter wird Denk und dritter Schattelbauer. Herr Denk, es hat nicht geklappt, Sie waren Zweiter. Ja, ich war Zweiter. Herbert Fützi hatte mich vielleicht noch 10 cm abgespurt. Ewald trat den Spurt an und Hummenberg auf sein Hinterrad. Ich fuhr am Hummenberg sein Hinterrad und Fützi kam mir noch links vorbei. Staatsmeister 1972, Herbert Fützi. Ich glaube, Sie haben mit diesem Titel heute nicht gerechnet. Naja, insgeheim natürlich schon, aber rechnen kann man nie bei einem Rennen. Hätten Sie es nicht sollen für Hummenberger fahren? Naja, wenn er weggefahren wäre schon, aber dadurch alles in Sprint kam, hat mir Hummenberger geholfen, dass ich die Meisterschaft gewinne. Nach den Strapazen musste der Brunnen in Neudörfel als Bad herhalten. Oh,